Geehrter Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass die Aufgaben, vor der die Stadt Kassel in der Zukunft steht, quantitativ und qualitativ nicht weniger, sondern mehr werden. Dies hat unter anderem auch etwas mit gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu tun, die ihren Ursprung in Berlin und Wiesbaden haben. Gleichwohl hat die Stadt Kassel aber immer noch genügend Gestaltungsspielraum und könnte an so manchen Rädchen drehen, sofern es denn politisch gewollt ist. Und wenn ich bisher so hier die Rückmeldung zu unserem Antrag kommunaler Handlungsfähigkeit höre, da komme ich dann tatsächlich zur Erkenntnis, dass der Kasseler Tellerrand groß, für den einen oder anderen wahrscheinlich zu groß ist. Ein Blick in die anderen kreisfreien Städte des Landes Hessen genügt, um zur Erkenntnis zu kommen, dass eine Gewerbesteuererhöhung bzw. ein höherer Hebesatz funktioniert. Und damit meine ich nicht die Stadt Frankfurt. Die Stadt Frankfurt ist für Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und unsere Stadt kein Maßstab. Wir rangieren mit einem Hebesatz von 440 Punkten gleich auf mit Offenbach. Und wer sich mit Offenbach beschäftigt, der weiß, dass dieser seit Jahren geltende Hebesatz nichts, aber auch gar nichts an der finanziellen Misere in Offenbach verändert hat. Ich unterhalte mich gelegentlich mit Menschen aus Offenbach, also explizit über Kommunalpolitik, nicht über Fußball, und die bestätigen mir das. Bei der Spielapparatesteuer genügt ein Klick nach Darmstadt. Die Darmstädter haben ihre Satzung zu den Spielapparaten im Jahr 2007 geändert. Sie haben 20 Punkte von 100. Wir fordern die Erhöhung 18 auf 20 Punkte. Es ist nicht erklärbar, warum man sich bei einem solchen Vorschlag verweigert. Denn wir haben in manchen Kasseler Stadtteilen leider es damit zu tun, dass einige Zockerbuden und Automaten die Pilze aus dem Boden sprudeln. Und einige Stadtteile hier in Kassel haben viel, viel nötig, aber bestimmt nicht noch mehr Zockerbuden. Es gibt aber auch eine Bestandsregelung, die wurde zum Beispiel in Rotten-Dittmold gezogen. Ja. Ich komme zum Schluss. Wir sitzen hier nicht in einer Oase namens Kassel. Wir sind hier nicht abgeschottet von Hessen. Ich gebe zur Empfehlung, dass wenn man uns kritisiert, dann sollte man es doch dann auch so tun, dass man uns gleichzeitig erklärt, warum andere Städte, Darmstadt und Wiesbaden, einen Hebesatz von 454 Punkten haben und wir seit Jahren bei 440 Punkten rumkrebeln. Im Übrigen sind Kriterien für eine Standortauswahl nicht zwangsläufig mit der Gewerbesteuer in Verbindung zu bringen. Sie wissen selbst, dass eine ganze Reihe von Infrastrukturkriterien viel maßgeblicher ist als das Kriterium der Hebesätze.